Yo! Hey, hallo YouTube! Willkommen zurück zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Duel Links Video hier auf meinem Kanal. Und heute, Leute, zeige ich euch, wie gesagt, das Cyber Angel Deck in Action. Ich habe Replays für euch, die ich euch dementsprechend gleich zeigen werde, wo ich ein bisschen auf dem Ranked Ladder PvP mit Cyber Angels herumgetrollt habe. Mehr oder weniger. Ich habe ein paar Leute ordentlich zerstört, aber auch ein paar Duelle etwas knapper gewonnen. Wie ihr sehen könnt, wir spielen die gleiche, auch in den Replays, die gleiche Deckliste wie in meinem Deck-Tutorial letztendlich. Mit Triple Bantern, Triple Editern, einmal Isana, einmal Dakini, zweimal Senju, Triple Gnadiger Maschinenengel, Triple Maschinenengel Absolut-Ritual, einmal Maschinenengel-Ritual und Triple Segen des Kobolds. Unser Extra-Deck ist halt nicht existierend letztendlich, weil wir keine Synchros machen können. Ich war schon im Überlegen, hier just for fun, gerade für die Level 7er Synchros und die Level 5er Synchros, hier eventuell einen Level 1 Synchro reinzupacken, den man Special sammeln kann, oder Empfänger besser gesagt reinzupacken wie Synchron, den man Special sammeln kann, um dann halt auf Level 5 oder auf Level 6 bzw. 7 zu kommen, was mir letztendlich Level 5er und Level 6er Synchros möglich machen würde. Aber das Problem daran ist, dann brickt man wieder mehr und das Deck hat so schon in dieser jetzigen Form eine Brick-Chance, sag ich mal, die sehr ungemütlich sein kann. Und wenn man dann noch mehr brickt durch ein, zwei Empfänger, ist es am Ende des Tages nicht wirklich helfend. Auch wenn man dabei die Tribut-Plays der Karten trotzdem triggern könnte. Naja, wie gesagt, wir springen in die Replays rein. Ich habe einige Replays erspielt. Und wie ich euch schon gesagt habe, Leute, Cyber Angels ist ein sehr explosives Deck. Es gewinnt schnell, es verliert schnell. Ich sage nicht, dass es ein Meta-Deck ist. Ich sage auch nicht, dass es irgendwie KOG erreichen kann. Es besteht zwar die Chance, dass ihr es damit nach ganz oben schafft, weil das Deck trotzdem eine Menge Durchschlagskraft hat. Aber im Normalfall wird es schwieriger, mit Cyber Angels zu climben. Nichtsdestotrotz, ein verdammt lustiges Deck, was Spaß macht zu spielen. Und ich hoffe, dass wir demnächst nochmal mehr Cyber Angel Support bekommen, um das Deck wieder relevanter für die Meta zu machen. Wir öffnen mit unserem Gnadigen, schmeißen dadurch Bantern ab, dürfen searchen, bekommen unseren Segen des Kobolds und eine weitere Editin auf die Hand, gehen hin und schicken den zweitigen Gnädigen unter das Deck für unseren Karteneffekt. Mit Benten searchen wir uns jetzt den Senju, beschwören Senju, Senju searcht Benten. Daraufhin können wir hingehen und können Editin beschwören und dafür Benten abwerfen, was uns einen Double Search gibt. Editin Search auf den Ritualspell und Benten Search auf dementsprechenden Ritualmonster. Mit dem Deck hier ist Erstdasein meistens nicht gut im Duell, weil ihr ein Spielfeld aufbauen müsst und man halt easy mit Econ Take gelethelt werden kann. Aber am Ende des Tages muss ich trotzdem sagen, dass es halt hier relativ gut funktioniert hat, weil ich Double Editin und Senju hatte. Was bedeutet, meine Aizenna ist trotzdem relativ gut geboostet und safe. Plus, ich habe noch eine Editin auf dem Spielfeld, die ich immer noch opfern kann für einen zukünftigen Power-Up und die auch 3k Def hat und somit solide auf dem Spielfeld liegt. Mein Gegner ist dran und er fängt an mit Snipe Hunter. Snipe Hunter targeted, logischerweise. Wir benutzen Isannas Effekt, weil eins unserer Monster getargetet wird und zerstören damit den gegnerischen Snipe Hunter, nachdem wir die Editin zurück ins Deck gemischt haben. Er würfelt eine 4, ich benutze den Protection-Effekt von meinem Ritual und mein Gegner scoopt instant, weil er merkt, das überlebe ich nicht, da hat Snipe Hunter mich im Stich gelassen. Und das war ein typisches Blue-Eyes-Deck letztendlich eigentlich, was der Gegner gespielt hat, was Hardcore reingesackt hat in dem Moment. Wie gesagt, mit Cyber Angels gilt Attack, 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 Damage, 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 Pushen, Pushen, Pushen. Und wenn Pushen, Pushen nicht funktioniert, heißt es verlieren. So einfach ist es halt. Unser Gegner wird aufsteigen, wenn er das Match gewinnt. Und ich glaube, er darf sogar anfangen. Ja, er darf anfangen, er setzt eine Karte. Nein, er aktiviert, Entschuldigung. Er aktiviert rotäugiger Einblick, schmeißt damit seinen Lindwurm aufs Grave, holt sich damit seinen rotäugigen Geist, der spielt ein Slash-Dragon-Deck, so wie es aussieht. Aktiviert rotäugige Fusion, schmeißt AV-Änderer ins Grave, also in den Friedhof, zusammen mit seinem rotäugigen schwarzen Drachen. Beschwört seinen Slash-Dragon, setzt eine Karte face-down, wovon ich ausgehe, dass es der Spirit ist. Also die Fallenkarte, rotäugiger Geist, um Sachen wiederzubeleben. Und eine der Sachen, die mein Gegner anscheinend noch nicht gerafft hat, ist, man beschwört niemals seinen Slash-Dragon, wenn man nichts equippen kann. Sprich, in Turn 1, wenn man nicht angreifen kann oder wenn man dementsprechend hingeht und keine Equip-Karte auf der Hand hat. Er beendet seinen Spielzug, ich bin dran, ich ziehe, benutze meinen Segen des Kobolds, um damit Benten zu opfern, um Editin zu beschwören, bekomme den Double Search mit Editin-Benten-Kombo. Damit search ich mir letztendlich Isana auf die Hand als Monster und als Zauberkarte, logischerweise Maschinenengel-Ritual. Wie im Deck-Tutorial erwähnt, die meistgesearchte Karte mit der Combo.
Benutze Senju, hol damit noch eine Editin auf die Hand, benutze das Ritual, opfere damit Senju und Editin von der Hand, um Isana zu beschwören. Isana bekommt jetzt den Boost und meine andere Editin auf dem Spielfeld auch. Durch die abgeworfene Editin 2,6 und 2,5 plus Beatdown plus 600 auf beiden Monstern. Und mit Beatdown mit zwei Monstern kann auch eine Editin ein richtig starker 3-2 Beatstick werden, was crazy ist. Wir greifen auf jeden... Halt, stopp. Bevor wir angreifen, benutzen wir natürlich noch Isanas Effekt, lassen den Gegner die Karte hier discarden letztendlich, greifen jetzt mit Isana an, zerstören den Slash Dragon und ballern ihm mit unserer anderen Editin die restlichen Lebenspunkte weg. Super simpler Play. Nächstes Duell gegen Valiant Crawler. Ich glaube, ich hatte ja auch ein Duell bei, wo ich richtig gebrickt bin, 2-3 Mal. Und mein Gegner, Gott sei Dank, auch nichts als Combo bei Hand hatte, sodass ich mich erholen kann. Und ich glaube, es könnte sogar hier in einem Crawler-Duell der Fall gewesen sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Mal sehen. Das ist auf jeden Fall ein cooles Duell gewesen. Okay, wir haben auf jeden Fall eine gute Eröffnung. Gnädige Maschinenengel werfen Benten ab, dürfen zwei Karten ziehen, entscheiden uns dann halt, Segen des Kobolds und das Deck zurückzulegen. Benten aktiviert sich, wir searchen mit der Benten unseren Senju. Senju beschwören. Mit Senju searchen wir jetzt die Editin, benutzen unsere gezogene Maschinenengel-Ritualkarte, opfern beide unsere Monster und beschwören Dakini, die jetzt auch noch einen dicken Attack-Boost bekommt durch die Editin auf 3-7. Und am Ende des Spielzuges recycle ich gerade meine Editin zurück auf die Hand. Der Grund, warum ich so gespielt habe, anstatt mir das Ritual zu recyceln, ist, weil ich Angst hatte, dass mein Gegner eventuell mit Beatdown spielt und irgendein Monster-Deck spielt oder Combo-Deck spielt, was eventuell über Dakini drüber kommt, damage-technisch. Also wollte ich die Protection im Grave lassen. Mein Gegner hat Mittelalter Max, geht hin, setzt zwei Karten face down und ich glaube, er ist hier genauso gebrickt, mehr oder weniger. Was bedeutet, typisches AG-Deck, er hat Backrows, ich gehe von WODs aus, ich gehe von Drowning aus, also Spiegelkraft, ich gehe von Dimensionsgefängnis aus, das sind die meistgespielten Fallenkarten zurzeit, die drei. Ich bin am Spielzug, beschwöre mit Segen des Koboldes meine Editin, werfe dafür Benten ab, bekomme eine Double Search Combo, so wie ihr es gewohnt seid. Hol mir den Senju auf die Hand, hol mir mein Ritual vom Grave zurück auf die Hand, also vom Friedhof. Geh hin und beschwör den Senju. Search mit dem Senju Isana. Benutze mein vom Friedhof geholtes Ritual-Spell, um hinzugehen und Isana zu beschwören. Mein Gegner muss eine Karte discarden von seinen Zauberkarten. Wir kriegen noch einen fetten Editin-Boost. Mein Gegner hat seine Kanadier gediscardet. Kanadier wird auch noch relativ oft gespielt in der momentanen Meta, aber sie ist nicht mehr ganz so extrem. Und ich gehe absichtlich mit Cyberengel Dakini in den Death-Modus, weil ich weiß, dass ich mit Beatdown stark genug bin, um zu OTK'en. Und weil ich Angst habe, halt in Drowning oder WOD etc. reinzulaufen. Von daher gehe ich mit Dakini in Death-Modus, weil ich Isana diese Runde ja auch erst beschworen habe und mit Isana dementsprechend im Angriffsmodus bleiben muss. Und ich habe richtig geraten, er hat eine Drowning und wir recyceln am Ende wieder mit Dakinis Effekt Editin zurück auf die Hand letztendlich. Jetzt hat er keine Backrows mehr, oder so dachte ich zumindest. Er legt wieder zwei Backrows und ich denke mir nur so, what the fuck, was ein Stall. Auf jeden Fall bin ich jetzt am Spielzug, nachdem wir zweimal hin und her gezogen haben, benutze Segen des Kobolds, beschwöre wieder Editin / Benten Combo, krieg wieder den typischen Search halt, hol mir meine Editin auf die Hand und meine Zauberkarte vom Grave, vom Friedhof, wieder zurück auf die Hand. Aktiviere die Karte wieder, opfere beide Editins, um meine Isana wieder zu beschwören. Isana lässt den Gegner wieder eine Backrow-Karte ablegen. Ist eine Kanadier, okay. Mit Kanadier entscheidet unser Gegner sich dazu, eine Karte zu flippen, und zwar unsere Isana. Und dadurch hat sich der zweite Effekt von Isana getriggert. Und der zweite Effekt von Isana besagt, wenn eine Cyber Angel Karte getargetet wird, darf ich eine weitere Karte auf dem Spielfeld zerstören. Das war in dem Sinne seine zweite Backrow Karte, Dimensionsgefängnis. Und jetzt kann ich mit 7k Dakini lethal gehen. Das war ein ziemlich langgezogenes Duell. Mein Gegner hat halt Mittelalter Max gespielt. Ich gehe davon aus, dass mein Gegner leider gebrickt ist in dem Duell und habt komplett nur auf Backrow gesetzt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, am Ende des Tages hätte es keinen Unterschied gemacht. Unser Gegner hätte kein Monster beschwören können, was stark genug gewesen wäre, um
unsere Dakini vom Spielfeld zu bekommen und um die Backrow vom Gegner haben wir mehr oder weniger perfekt rumgespielt. Heißt, selbst wenn unser Gegner nicht gebrickt wäre und unser Gegner Monster beschworen hätte, hätte sich am Duellausgang letztendlich nicht viel verändert. Nächstes Duell, Seto Kaiba gegen Seto Kaiba, beide Dark Side of Dimension Duels, beziehungsweise Charaktere. Let's go, let's get it. Wir müssen wieder als Erster anfangen. Nicht unbedingt das Geilste mit Cyber Angels, wie schon gesagt, aber naja, so ist es halt nun mal. Ich muss meinen Spielzug sofort abgeben, ich kann nichts machen. Mein Gegner ist dran, ich hoffe nur, dass er uns nicht OTK't. Er setzt und setzt eine Karte Face Down als Falle Zauber. Ich ziehe eine Editen und ja, ich hätte Editen abwerfen können für meinen gnädiger Maschinenengel, um eine Draw-Kombo zu bekommen. Aber ich hätte keinen Search bekommen, was bedeutet hätte, dass ich so oder so hätte bricken können, mit egal was ich gezogen hätte. Von daher entscheide ich mich einfach dazu, All-In zu gehen und zu sagen, fuck it, dude, entweder ich verliere jetzt hier oder ich gewinne, wenn ich was Gutes ziehe nächste Runde. Und mein Gegner spielt sehr defensiv. Ich gehe davon aus, dass er Blue Eyes spielt mit Beatdown. Und wenn das hier wirklich ein Stein ist, den muss er erstmal ins Grave bekommen. Und keiner geht mit einem Stein offensiv. Das heißt, wenn ein Blue Eyes Spieler genau so anfängt, wisst ihr, er hat einen Morgenröte-Ritter oder einen Stein. Und solange er keine Combo hat, um irgendwas zu beschwören, wie Cosmo Brain Blue Eyes Combo, um euch halt zu OTK'en, wird der Gegner einen Teufel tun und seine schwachen Monster aufdecken. Von daher hoffe ich nur, dass er keine Blue Eyes Combo spielen kann und einfach nur so heimgeht. Aber anscheinend spielt der Gegner nicht unbedingt eine Blue-Eyes-Kombo, er hat unteroffiziell Elektro. Damals eine richtig gute Metakarte für Lockdown-Decks und in Kombination mit Dino-Decks auch sehr mächtig. Was er damit vorhat, ich habe keine Ahnung. Wir ziehen auf jeden Fall jetzt die Karte, die wir brauchten. Senju, Surgeon Benten, benutzen gnädiger Maschinenengel, schmeißen Benten ab, ziehen zwei, setzen unseren Segen des Kobolds und das Deck zurück, bekommen den Search-Effekt von Benten, Surgeon Aizenna, gehen hin, benutzen Maschinenengel Absolut-Ritual, beschwören unsere Editen. Editen gibt uns den Search, den wir brauchen, für unser Ritual zu searchen. Außerdem bekommen wir durch die zweite Benten noch einen Search, der uns letztendlich erlaubt, eine Editen auf die Hand zu holen. Benutzen unser Maschinenengel Absolut-Ritual. Maschinenengel-Ritual, Entschuldigung, um unsere beiden Editen ins Grave zu schicken und Aizenna zu beschwören. Was bedeutet, der Gegner muss nicht nur seine Karte discarden, seine einzige Backrow, sondern unser Gegner muss auch hingehen und doppelt Editen gleich ins Gesicht bekommen, beziehungsweise Editen Boost. Wir haben 4-8, löschen mit 3-2 überbleibenden Damage sein unteroffizieller Elektro aus, bekommen den zweiten Attack mit Aizenna, was perfekt ist, um die zweite Karte zu clearen. Und finishen ihn letztendlich mit unserem Senju. Ich habe keine Ahnung, was der Gegner gespielt hat. Pumpkin, Prinzessin und Elektro. Das ist sowas von 2017, das Deck, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber naja, am Ende des Tages ging es sich jetzt auch nur darum, zu zeigen, wie Cyber Angels funktionieren, was die Combo-Plays sind, was möglich ist und wie man überhaupt mit denen umzugehen hat, was ich in dem Duell letztendlich perfekt präsentieren konnte, durch die Aizenna-Combo, die auch die Backrow von ihm weggeschickt hat, etc. pp. Wir müssen wieder als Erster anfangen, aber was soll's. Feld der Krieger. Und wir eröffnen mit gnädiger Maschinenengel, ziehen 2. Schicken gnädigen Maschinenengel unter das Deck zurück. Und im Normalfall wollt ihr immer gnädigen Maschinenengel oder euer Segen des Koboldes zurück unter das Deck legen, weil die Karten die beiden sind, die am unwichtigsten sind für eure Deck-Engine. Es sei denn, ihr wollt mit Segen des Koboldes hingehen und irgendwas beschwören letztendlich. Wir bekommen den Search von Benten, holen uns Aizenna auf die Hand, beschwören Senju, können mit Senju hingehen und Benten searchen, gehen hin, benutzen unser Ritual, Absolut-Ritual, werfen Benten ab für Editen, bekommen den Double Search, Editen-Effekt aktiviert sich, Benten-Effekt aktiviert sich, das bedeutet, wir können eine Zauberkarte und ein Monster halt auf die Hand im Ritual bezogen. Wir holen uns Benten auf die Hand und unser Maschinenengel-Ritual, benutzen das Ritual, werfen Benten aufs Friedhof, auf den Friedhof und Editen auf den Friedhof und beschwören Aizenna und bekommen jetzt unseren Editen-Boost auf Aizenna auf 3-5 und einen weiteren, einen dritten Benten-Search in einem einzigen fucking Spielzug, meine Freunde. Ich beende meinen Spielzug, mein Gegner ist dran und ich gehe davon aus, dass er uns nicht viel kann. Selbst wenn er Econ taken würde auf unser Monster, wird er uns nicht OTK'en können über Senju hinweg, was perfekt ist. Mein Gegner setzt 3 Backrow und spielt 6 Samurai. Legendäres Geheimnis im Angriffsmodus, warum auch immer. Ich glaube, der Gegner will mich baiten, der will mich provozieren anzugreifen, damit ich in seine Backrow reinlaufe.
Ich beschwöre auf jeden Fall meinen Senju. Hol mir damit eine Editen auf die Hand. Benutze gnädiger Maschinenengel. Werf damit Editen ab. Benutze den Editen abgeworfenen Effekt, um mein Monster nochmal zu boosten. Und ich setze Segen des Kobolds unter mein Deck zurück und behalte die weitere gezogene Editen auf der Hand. Benutze Beatdown auf 4-8 und greift den Gegner an. Er benutzt Dual Wield. Und das ist auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum er seine Karte in Angriffsmodus gesetzt hat, damit er die Karte benutzen kann. Das geht nämlich nur mit offenen Six Samurai Monstern. Dadurch, dass er Dual Wield aber benutzt, kann ich Isannas Effekt triggern und eine weitere Backrow-Karte zerstören, plus Editen zurück ins Deck mischen, was perfekt ist. Das heißt, wir haben Cosmos Cyclone zerstört und Dual Wield ist halt verbraucht. Jetzt können wir hingehen mit unserem Senju und damit sein Monster zerstören. Unser Gegner hat noch eine WOD, die er benutzt, aber anscheinend hat er sich verrechnet oder er dachte sich einfach nur, fuck it. Nächste Runde OTK ich dich halt. Auf jeden Fall zerstören wir sein Monster, seinen 6 Samurai. Wir sind am Spielzug, beschwören Senju. Senju searcht uns jetzt Dakini, aber ohne Spell können wir nicht viel machen. Ich greife nicht an, weil ich nicht weiß, was da liegt. Ich gehe von der Fuma aus, setze die Karte in Death-Modus, weil die so wenig ATK hat und lasse den halt im Angriffsmodus, weil ich den erst beschworen habe. Es ist eine Fuma tatsächlich, das heißt, der Angriff wäre so oder so verschwendet gewesen. Mein Gegner suicidet in meinen Senju rein, um einen Special Summon von Fuma zu bekommen, was Kisan ist, und Kisan zerstört letztendlich meinen Senju. Jetzt könnte er nächste Runde hingehen und Synchro Shokan, aber wir haben Maschinenengel Absolut Ritual gezogen, was perfekt ist. Ich benutze den Effekt von meinem Ritual, benutze die beiden Senjus und beschwöre Isanna. Benutze Beatdown mit Isanna, baller erst seinen Kisan weg. Und weil ich zwei Attacks habe mit Isanna, habe ich jetzt die Möglichkeit hinzugehen und nochmal anzugreifen für Game letztendlich. Und das war ein ziemlich interessantes Meta-Deck des Gegners sozusagen, wo er auf jeden Fall am Ende nochmal Six Samurais gespielt hat, was eine, sag ich mal, was eins eurer Counter-Decks ist. Ich will nicht sagen, dass mein Gegner gebrickt ist, weil eigentlich hatte er eine ziemlich gute Combo auf der Hand. Auf jeden Fall hat mein Gegner den ein oder anderen fragwürdigen Play gemacht. Am Anfang den Beidhändigkeits-Play in Kombination mit seinem Face-Up-Monster mit 500 ATK fand ich ganz gut. Dass er seine Wall of D verschwendet hat, das war halt der fragwürdige Play meiner Meinung nach. Auch der Suicide-Play mit Fuma war gar nicht mal so verkehrt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aufgrund der Tatsache, weil er dadurch den Special Summon und den Search bekommen hat. Aber am Ende hat er sich halt doch ins eigene Fleisch geschnitten, weil die andere Fuma im Angriffsmodus liegen geblieben ist. Aber Leute, das war's für heutige Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, einen Daumen nach oben. Ich weiß, das Video kommt gerade einen Tag verspätet. Es sollte eigentlich gestern schon kommen. Aber gestern hat mein Internet den ganzen Abend nicht funktioniert. Heute habe ich es gefixt bekommen. Ich hatte irgendwie ein Problem mit den IP-Verbindungen, mit dem Router oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da einen Fix gefunden für und habe das letztendlich behoben. Sprich, Videos können wieder weiterhin kommen. Abonniert zum Kanal, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst, meine Freunde. Und ich gönne euch wie immer noch einen super schönen Tag, super tollen Tag, whatever. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.